Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia, The Sands of Time. Hier an meiner Lieblingsstelle bisher des Spiels, die Messe der Soldaten, wo wir ordentlich aufs Maul bekommen haben in der letzten Folge. Aber naja, das ist ja vorbei. Muss man ja mal so sagen. Oh. Hallo. Hallo, Prinz? Dankeschön. Ich muss ja hier, ne, da drücken. Pech für dich. Da musst du jetzt hier bleiben und wir dürfen weiter. Aber wir werden natürlich für die gute Prinzessin irgendwas öffnen, damit sie auch durchkommt, ne? Ist ja klar. Wir sind ja ein Gentleman. Und als solcher helfen wir natürlich einer Jungfrau in Nöten. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie noch Jungfrau ist. So. Hier rüber. Jetzt kommt erst wieder eine Rätselpassage, denke ich mal. So. Wir sind weg. Haus darin. Ach nee, doch nicht. Schade. Na gut. So, hoch. Und... So nicht hoch. Die Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich jetzt hier nochmal hoch? Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein, verdammt, ich wollte das nicht drücken. Shit. Gibt es hier vielleicht auch so ein Gerüst, was mich... Nö, irgendwie nicht. Gibt es hier noch was? Aha. Hier komme ich aber runter. Aber vielleicht ist das ja auch beabsichtigt. Nein, andere Richtung. Hops. Und hops. Und hops. Und hops. Achso, ja. Ist klar. Kaum sind wir hier schon, gehen die Fallen an. Das muss so sein. Komm mal hoch. Da haben die aber... warum habe ich denn eigentlich Leben verloren? Oder sind wir schon mit dem Leben gestartet? Das könnte sein. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ja, hahaha. So, natürlich gar kein Problem für einen erfahrenen Adventurer. So. Was mal los? Ach nee, abbrechen war ja hier, genau. Schön für dich, ich bin hier oben. Nein. So geht die Tür aber nicht auf. Wie krieg ich denn jetzt das Ding auf? Ach, da unten, glaube ich. Ich glaube so. So. Ah, nee. Okay, da kommt erstmal eine Leiter hoch. Wahrscheinlich für die gute Farah. Und dann kann sie uns die Tür öffnen. Kann schließlich auch mal was tun. Bitte. Schon gut. Oh. So, komm mit. Vibe. Ich kann mich nur noch rollend fortbewegen. Wir sind über dem Bestiarium. Wir müssen über diese Brücke. Los. Kriechet dort herunter. Los. Und nun? Los. Na, geht doch. Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Ich habe das schon vor 10 Minuten vorgeschlagen, lieber Prinz, ja. Jetzt wollen wir mal nicht komisch werden. So, da ist die Brücke da unten. Alles gar kein Problem. Teamwork for the win. Oh, ich muss mich ja so... Achso. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat sie mich hier allein gelassen, aber... Hat sie ja auch. Sie ist einfach gegangen. Achso, genau. Jetzt kam ich hier runter. So sieht es nämlich aus. Hops und hops. Ich würde gerne einmal kurz was trinken, wenn das gestattet ist. Vielleicht auch mehrmals, weil lebenstechnisch, naja, da sieht's eher mau aus. Jetzt sind wir aber wieder voll, das heißt, wir können weiter. Gegen die schurkischen Schurken
Nein, du willst mich gar nicht angreifen. Ach, shit. Jim, auf. Nein, aus dem... Ach, du bist doch scheiße. Warte mal, mach mal. Zack, zack. Jetzt hör doch mal auf damit, Mann. Was soll das denn hier? Ich bin voll fett im Fighten. Da kannst du doch nicht einfach kommen und mich treffen und so. So. Ich mach das jetzt so weit es geht bei allen. Ganz ehrlich, ist mir doch wurscht. Das Problem ist, jetzt geht's nicht mehr, weil, naja, ne? Nein! Ja, das Problem ist, ich kann hier nicht ausweichen. Fuck you! Ich kann hier nicht ausweichen, weil ich genau in der Mitte von diesen Spasten stehe. So, weg! Und weg! So. Jetzt give me your sand! Nein! Ich weiß gar nicht mehr, wie ich gegen die kämpfen musste. Mann, ich will doch gar nicht über den rüberhüpfen. Jetzt! Alter, du bist so ein behinderter kleiner Pisskopf, ey. Du sollst doch nicht über die drüber springen. Ich drücke auch in eine ganz andere Richtung, aber nö. Der gute Prinz, er macht's trotzdem. Weil er sich denkt, ach Mensch, was soll's denn? Ah, zum Glück haben die mich nicht getroffen, ey. Ich weiß auch nicht, kann ich über die drüber springen? Nein, kann ich nicht. Okay. Ja, hinter so einer Hauswand stehen ist immer cool. Da sehe ich nämlich so viel. So, erstmal zack, dann zack. Helf mir! Ja, ich kann. Wie soll ich denn jetzt helfen, ey? Ich komme hier nicht mal mehr vorbei. Warte. Ich bin sofort da für dich. Alter, das gibt's nicht. Ich kann hier nichts machen. Nein! Fuck! Mann, das gibt's doch nicht, ey. Ich hab den noch gerade erstmal down gehauen, ja? Und dann kommt der an und will mir echt ans Bein pissen. So. Alter, das gibt's doch nicht, Mann. Ach, jetzt hör doch mal auf, ey. Ich wollte dich doch gerade angreifen. Also dieses, ich sag mal, unausgegorene Kampfsystem ist noch ein bisschen blöd, muss man einfach so sagen. Also da... Ne? Es ist ein bisschen schwer, so zu kämpfen, muss man einfach sagen. Ach komm, hör auf. Kann doch nicht dein Ernst sein. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt wäre ich nämlich tot. Ja, natürlich auch scheiße. Nein! Ich kann das nicht abbrechen. Den Move konnte ich leider nicht abbrechen. Alter. Schon klar, ne? Mann, jetzt nimm doch mal sein... Alter, nimm doch mal... Alter, du willst mich echt verarschen, oder? Alter, das gibt... Wie kommen denn da noch, Mann? Ist doch gut jetzt langsam. Jetzt mal ohne Witz, ey. Ja, jetzt bin ich eh gleich tot. Ein behinderter Scheiß hier manchmal, ey. Ich will auch gar nichts von denen, weißt du? Ich wollte eigentlich ihn ja gerade hauen die ganze Zeit, aber irgendwie wollten die nicht. Warte mal. Ach, komm schon. Mann, jetzt. Naja, machst du. Machst du nix. Ja, Farah ist auch gleich tot, aber das macht auch nichts, weil die muss sterben wahrscheinlich. Ja, weil ist ja die Prinzessin und eine Jungfrau muss immer sterben. Sofern sie denn überhaupt eine ist. So. Nimm jetzt seinen verkackten Sand und ich hoffe, du bist jetzt der Letzte. Schnauze voll hier. Ah, Tatsache. Geht doch. Meine Güte, ey. Kämpfe, finde ich, sind ein bisschen schwer. Vor allem, wenn das so viele Gegner sind. Und dadurch, dass die Steuerung nicht ganz so präzise ist, wie man sie vielleicht bräuchte. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Nicht weiter schlimm. Da muss man sich ja mal ein bisschen aufregen und dann geht das schon.
Okay. Springen, Rätsel und so weiter. Jetzt wissen wir Bescheid. Ach, von 46 auf 46%. Super. Okay. Von da kommen wir. Dreh dich mal bitte um. Ach so. Du bist schon in die richtige Richtung gedreht. Das finde ich ja fantastisch. Ne, da gab es nichts. Was haben wir denn hier? Geh mal weg, du blöde Eule. So. Ne, hier gibt es leider nur die zwei Positionen. Okay. Das müsste ja das sein, was wir gerade gesehen haben. Ich muss nur kurz gucken. Hallo. Hier geht's hoch. Ich warte besser hier auf. Naja, warte mal besser hier auf. Ja, ja, mach mal. Alles gut. Das geht gar nicht. Das ist ja blöd. Na gut. Dann machen wir das halt so. Auch kein Problem. Hups. So. So. Und jetzt hier. Damit sie... Was? Ach so, damit sie da raufkommt und wir sie jetzt hier... Noch einmal. Wie noch einmal? Ach, Mädchen. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Zieht jetzt an eurem. Ach, geht doch, ey. Wollte schon gerade sagen hier. Jetzt kommt sie darauf. Zieht jetzt an eurem Hebel. Ach so, Tatsache. Was für eine wilde Fahrt. So. Okay. Hallo. Hallo? Prinz, würdest du die... Er hält sich da nicht fest. Warum? Okay. Ach so, wie sollen... Aber da ist doch ein Vorsprung. Achso, da dürfen wir noch nicht hin, weil das noch nicht so weit war. Ich verstehe. Ist klar. Ist klar. Na komm. Hopp. Hopp, 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 hopp. So. So. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, ich muss hier lang, ne? So. Na komm. Ach, jetzt ist das nächste Ding kaputt. Jetzt zieht er sich noch ein bisschen weiter aus. Ich glaube, viel weit geht er auch nicht. Das ist alles. Mehr kommt da nicht. So. Huhu. Hast du mich schon vermischt? Jetzt komme ich darauf, dann muss sie ziehen, dann komme ich zum nächsten Ding. Oder wie? Okay. Haltet durch! Als ob ich in einer voll brenzligen Lage wäre. So, zack, zack. Zack. Und hochklettern. Um hier irgendetwas zu tun, was ich nicht genau weiß. Ach so. Aha. Ich komme. Ja, kommt. So, okay, jetzt ist sie oben, dann kann sie nämlich gleich da durchkraxeln. Und ich denke mal, die Tür öffnen. Naja, wir kommen auch gleich. Ich muss mich nur einmal umdrehen und... Ah, so. Hui! So, komm, hier. Wenn ihr unter diesem Tor durchpasst, bin ich beeindruckt. Das muss ich überhaupt nicht, denn da gibt es ein Loch. Ich wollte nur sehen, ob ihr es auch kennt. Ich kannte dieses Loch. Ich wollte nur sehen, ob ihr es auch kennt. So sieht es nämlich aus. Lauft weiter! Ach, jetzt gibt es hier schon wieder diese komischen Fliege-Krähen-Viecher, Raben-Schnabel-Dingsbums. So. Na gut. Ich muss... Warte, Alter, zieh doch mal deine behinderte Waffe, Junge. Warum steckst du denn deine Waffe weg? Bist du blöd? Mann, ey. Unglaublich mit diesem Prinzen. Hallo? Ach, da. Oh, das sind zu viele. Ah, das geht so nicht.
Mann, das gibt's doch nicht. Dann bleib doch mal wenigstens unten, du Kackvogel. Wie soll ich denn... Alter, die Kamera... Will die Kamera mich gerade verarschen? Ich bin mal ein bisschen auf die Nerven, wenn er die ganze Zeit hin und her geht. Mann, Mann. Will ich mich jetzt verarschen? So, jetzt aber vorbei hier. Oh, diese Vögel sind ja noch nerviger als alles andere, weil die einfach mal voll blöd zu treffen sind. So, aber wir werden uns jetzt hier... Oh! Ah, da hat der... Sie kann durch die Luft laufen. Sie ist Jesuline. Wie hat sie das denn gemacht? Sie ist einfach durch die Luft gelaufen. Das war fantastisch. Fantastisch. So, ich möchte mir gerne diese Sandwolke holen. Die Kamera hat zwar versucht, das zu verhindern, aber nicht mit mir. Ja, ja. Was ist denn kaputt? Ich habe doch nichts gesagt. Hallo. Alles klar. Wissen wir ja schon mal ein bisschen Bescheid, was jetzt so abgeht. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Macht es euch bequem. Ich suche einen anderen Weg. Bitte beeilt euch. Ja, und an dieser Stelle würde ich dann einfach mal sagen, beende ich die Folge. Bedanke mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich glaube, ich muss da unten, dann kann das sein. Naja, bis dahin. Haut rein, Leute.